Servus, grüezi, liebe Freunde. Es geht weiter. Sela hat es endlich nach einem harten Kampf geschafft, auf Stärke 61 zu kommen. Obwohl er letztes Spiel gespielt hat, habe ich mich entschieden, immer weiter zu trainieren. Schloss ebenfalls. Miljovic weiter trainiert, Meier und Luca. Und Leute, was war das denn jetzt wieder für ein letztes Spiel? Also, erstmal Gänsehauteffekt, erstmal Sensation. 2-0 auf dem 2-2 und am Ende noch 3-2 verloren gegen Wolverhampton. Und so sieht es jetzt bisher aus. FC Reading auf Platz 1 mit 30 Punkten, Crystal Palace auf Platz 2 mit 29 Punkten, Wolverhampton auf Platz 3 mit 27 Punkten, Norwich City auf Platz 4 mit 26 Punkten, Brentford auf Platz 5 mit 24 Punkten, Blackpool, das sind wir, die lange, lange da oben richtig gut dabei waren auf Platz 1 und 2 und immer mehr abstürzten, jetzt noch auf Platz 6 mit 23 Punkten, spielen jetzt gegen FC Watford Uncut für euch, gegen Platz 8 die 21 Punkte da und das ist schon entscheidend und heute wird sich wieder einiges ändern, denn ich versuche, neue Lösung zu finden, woran es hapern mag, aktuell an diesem Team. Warum läuft es nicht, liebe Freunde? Das ist hier das Rätsel. Und wir sehen, vom bevorstehenden Match hängt jetzt wirklich vieles von, ich weiß nicht, die Wettkes will spielen, aber die Frauen leider setzen jetzt mal in der Liga nicht so gut durch wie in der dritten. Das ist ein bisschen schade. Aber so ist es nun mal. So, eigentlich muss ich sagen, möchte ich Adams weiter drin haben, weil er einfach gute Ecken und Freischüsse schießt. Bin aber dafür, dass ich wieder mit einer Dreierabwehr spiele. Muss ich ehrlich sagen und wieder auf meine alte Lieblingsaufstellung gehe. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht tun. Möllner wäre auch wieder da, aber auch da bin ich nicht so scharf gerade drauf, muss ich ehrlich gestehen. Und bin jetzt so ein bisschen am Überlegen, was ich jetzt mache. Also was ist jetzt die richtige Entscheidung, was die richtige, oh, die falsche 9, das versuche ich heute mal. So, und das ist ein ST, ne? Ne, ist ein MS, genau. Und bei dem MS, ich mache jetzt Folgendes, ich probiere das jetzt einfach mal aus, und zwar doch. Ja, doch. Ich habe jetzt überlegt, ob ich einen Sela da reinmache, aber ich mache da jetzt den Bär hin. Links mache ich den. Mal ganz kurz gucken. Ach, das ist ein LF. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich einen LS haben oder sowas. So ein bisschen rüber machen. Ah, das ist mir da schon wieder zu zentral. Das ist doch scheiße. Probier es trotzdem, ehrlich gesagt, mal. Milcherek und hier. Stoll. So. Dann Winter. Fehlt uns jetzt 3 Wochen. Weg damit. Und ins Tor kommt jetzt, bevor ich es wieder vergesse, Pooley. Und Dom Dino da unten, da hinten hin. Oh, Peter wieder vorm Tief, kann ich aber auch verdammt gut verstehen. Rami kommt rein und muss mal ganz kurz schauen. So, um alle vorm Tief, deswegen setze ich den Ritter einfach ein. Ist mir jetzt wurscht. Den vermisse ich so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Dann Bart. Miljovic könnte man mal nochmal hier für die, ich weiß nicht, die Metke. So, in der Abwehr, da bin ich die ganze Zeit schon dafür, dass Beck nicht mehr der Richtige ist. Bin mir einfach unschlüssig, wer der Richtige wäre. Natürlich jetzt Van Ehren rein. Ah, ist auch formtief, aber ganz ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen enttäuscht von der letzten Leistung, dass ich da jetzt gerade ein bisschen drauf scheiße, ganz ehrlich. Ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht von den letzten Spielen, besonders vom letzten überhaupt, weil da, egal was ich geklickt habe und wohin ich gelenkt habe, es wollte einfach nicht das gemacht werden, was ich wollte. Das hat mich sehr, sehr, sehr geärgert sogar. So, Grittmann raus, Marcelo auf die Bank noch und Xander mal noch mit wegen dem LS. Nehmen wir mal den Bart doch wieder raus. So, und zwar folgendes. Die Dom Dino wird nicht mehr Kapitän sein. Erstmal nicht mehr. Das wird der
Bli-Meister. Und den hier sage ich jetzt, bitte nach außen ziehen, bitte nach außen ziehen. Und ihm sage ich gar nichts. Aber warte mal ganz kurz, ihm sage ich aber auch noch Abwehr überlaufen, energisch. Abwehr überlaufen, energisch. Was kann man denn noch machen? Passwege zustellen und Passwege zustellen. So, stets überlaufen, stets überlaufen. So, und hier machen wir meine neue Taktik. Ich muss mir ganz kurz überlegen, welche ich da nehme. Machen wir mal Ballbesitztaktik und jetzt werde ich versuchen, ganz komplett neu und anders da in dieses Spiel gegen Watford reinzugehen, weil das ist einfach, geht nicht mehr, Leute. Es ist vorbei, es ist Ende im Gelände. Spaß hört jetzt mal auf hier. Los geht's. Will natürlich logischerweise jetzt auch mal wieder gewinnen und da müssen Veränderungen her und es gibt nun mal Spieler, die dann leiden müssen. So, jetzt habe ich eine Sache vergessen. Eigentlich hätte man den Möllner auch mal mitnehmen können fürs RSRF. Shit, das habe ich jetzt ein bisschen vergessen. War ja immer gut dabei, der Möllner. Hätte es auch verdient, wieder mitzumachen. Habe jetzt ein bisschen verpeilt. Ist egal. FC Blackpool will jetzt zu Hause mal endlich mal wieder die Bilanz verbessern gegen FC Watford. Das wäre schon richtig, richtig wichtig. Muss man schon sagen. Wir schauen. Blackpool auf Platz 6 mit 23 Punkten. FC Watford auf Platz 8 mit 21 Punkten. Das ist entscheidend. Besonders für Watford. Noch ein bisschen mehr als für uns. So, weil wenn die gewinnen, können die uns einholen und können da oben rankommen an die Playoff-Plätze und so weiter. Wir sehen, treffsicherstes Team sind immer noch wir mit 27 Toren. Davon habe ich aber in den letzten 4 Spielen nichts wirklich erleben dürfen. Crystal Palace und FC Reading, die da oben auf 1 und 2 stehen, die sind direkt hinter uns. Also ihr seht, wir sind eigentlich von den Toren her, müssten wir oben dabei sein. Sind wir aber gar nicht, weil wir zu viele Gegentore bekommen. So, Poli ist wieder da. Adams, Van Ehren, Bliemeister und Tobimon da hinten. Dom Dino, Rami Ritter im Mittelfeld. RS und LS, Stoll und Mitchell und Bär. Das sind meine drei besten Stürmer aktuell mit Seela. Aber Seela ist mir heute für dieses Spiel jetzt doch ein Tickchen zu langsam, dass ich mir für lange Bälle für das Ende aufhebe, wenn da irgendwas nicht klappen sollte im Laufe des Spiels. So, bei Rami haben wir hier mit Jurado. Bergius, ich weiß nicht, ob das jetzt der echte Berami und der echte Burado wären oder sind. Das wäre krass. Vielleicht wisst ihr das. Und ich würde sagen, wir legen los. FC Watford fängt an in komplett schwarz. Von rechts nach links. Und mal sehen, ob ich mich hier voll das Ei lege mit der Formation oder vielleicht sogar mit ein paar Überraschungen heute endlich mal dienen kann. Nach 4 Niederlagen in Folge muss Blackpool aufstehen und mal wieder Gas geben. Super Trick hier von Watford. Nyom. Die Flanke ist schon gut. Abseits. Absturz. Absturz ist auch gut. Ein Abstoß von Poli. So schlimm ist dann der Absturz auch noch nicht. Adams zum Glück noch dran. Van Ehren formtief. Ich lasse ihn trotzdem spielen. Yannick Bär, wunderschön. Wie er da noch rankommt. Milcherek, schön gesehen. Rami, raus auf Stoll. Wenn der Kopfball gewonnen hätte, wäre alles richtig geil geworden. Schade, ist halt nicht der Größte, aber nicht schlimm. Und Reading liegt gegen Fulham 0-1 hinten dran. Das ist schon mal schön. Fulham, unser nächster Gegner. Und Reading, die sind aktuell Tabellenführer. Milcherek setzt sich da ziemlich einfach durch. Milcherek weiß auch noch nicht, wo er hinspielen soll. Macht das relativ gut und bekommt hier die Pille wieder. Und Barovero. Super gemacht, Milcherek. RS. Und da sagt noch, ich glaube, Rami war das. Spiel doch zu mir, Junge. Erste Ecke. Und dann muss man gucken, warum das eigentlich Dom Dino macht. Ecken. Das sollte eigentlich alles der Adams machen. Das muss ich mir nochmal umstellen. Obwohl. Ah, ich versuche das mal mit Adams. Mal gucken. Wenn jetzt das Tor kommt, freue ich mich. Er macht die Ecke. Die ist wirklich gut, aber der Keeper kommt raus. Rami. Hatte in der ersten Saison, am Ende der Saison, echt krasse Spiele abgeliefert. Oh, auch hier kommt er noch nicht so ganz in Gange. So, Adams mit der Flanke.
Und vor Yannick Bär wurde noch geklärt. So. Schade eigentlich, dass die Damen zurzeit sich nicht ganz so durchsetzen können. Fand ich so klasse. Das liebe ich an dieser Serie mit Metke und Wettges. Da muss ich mir mal Gedanken machen. Die Damen melden sich auch nicht ganz so oft oder fast kaum mehr auf die Kommentare, warum sie auch teilweise nicht hundertprozentig berücksichtigt werden. Aber ich mag sie gerne im Team haben. Und die Metke hat jetzt super in der Football League One angefangen, bis dann ein bisschen haperte und dann kam sie nicht mehr zurück. Was eigentlich schade ist. Mal gucken, ob wir da noch was hinkriegen in Zukunft. Jetzt ist mal Tobi Mon, der den Ball bekommt. Dann Milcherek. Schön gespielt auf Yannick Bär. Und der wird ein bisschen gestört und verzieht. Aber das heißt noch gar nichts. Wir haben auch gegen Wolverhampton ein bisschen ein paar gute 10 gehabt am Anfang an. Wir sehen, dass Fulham empfängt FC Blackpool im nächsten Spiel. Erstmal möchte ich aber mich hier konzentrieren und dieses Spiel gewinnen. Das wäre mir so wichtig. So, Adams hat den Ball aufgefangen und deswegen Ruado nochmal mit Einwurf. Van Ehren macht da gut. Ritter. Beide formtiefen Spieler machen es bisher gut. Tobi Mon. Stoll. Schön gespielt. Bär auf Milcherek. Die drei Schnellen da, die sollen es heute richten. Milcherek, Bär und Stoll. Und das ist immer noch Milcherek. Der macht die super Flanke. Na, ich würde sagen, Seeler hätte in den Zahn geköpft. Das meine ich aber jetzt nicht schlecht gegenüber Stoll. Ich meine es nur wegen Körpergröße. Und dann hat er ein bisschen zu nah, zu doll nachgepresst. Es gibt den Freistoß nach dem Foul von Luca Stoll. Bisher, nach 24 Minuten kann man sagen, ist FC Blackpool das bessere Team. Aber besser heißt nicht immer gleich gewinnen. Wir wissen das, Bayern war gegen Atletico Madrid im eigenen Stadion mehr als 100% das bessere Team und hat verloren. Also wir haben das Spiel gewonnen, aber eben das Weiterkommen verloren. So ist Stoll mit der nächsten Flanke und Barovero ist wieder da. Domdino gewinnt Kopfball. Tobi Mon. Milcherek. Ritter. Schön gemacht von Adams. So, Milcherek. Diesmal versuch's mal mit keiner Flanke. Das hat die ganze Zeit nicht hingehauen. Das war schon hart, es gibt einen Elfmeter. Ja, kann man pfeifen. Ich habe es nicht ganz so gesehen. Ich dachte, der Ball war schon da vorher berührt worden. Schauen wir mal in der Wiederholung. Wurde eigentlich schon, ne? Aber vielleicht nicht ganz so, wie es sein sollte. Deswegen kommt jetzt vielleicht die Chance, nach 4 Spielen endlich mal wieder das Gefühl zu haben, in Führung zu gehen. Durch Domdino. Ja. Es geht also doch noch, liebe Freunde. Und jetzt wird ein bisschen getanzt mit Domdino. Bisschen kurz, schade. Super Elfmeter von Domdino, der heute mal nicht Kapitän ist, sondern Playmeister. Er macht sein drittes Tor in dieser zweiten Liga. Das heißt, wir müssen jetzt langsam mal Gas geben. Und am besten gleich das 2-0 machen. Ich brauche mal wieder einen Sieg, Leute. Ich brauche mal wieder ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, ihr auch. Super gemacht von Adams. Schwach gepasst, aber nicht da. Ah, okay, passt. Ritter, Bär. Gut gemacht von Ritter wieder. Bär, klasse. Und jetzt startet Stoll. Wir haben 4 schnelle Spieler vorne. Das ist die Idee dahinter. Und jetzt macht das Stoll richtig gut und das Ding ist nicht drin. Ich wollte schon Tor schreien. Stoll. Mit dem nächsten Ding. Das wäre was gewesen. Gegönnt hätte ich es ihm. 35. Minute. Und das war ein Handspiel. Aber es geht weiter mit Domdino. Ach komm schon, wir werden noch... Mensch, jetzt können sie sich doch wieder sortieren, du Hammelfleisch, du Schiri, du. So. Van Ehren. Ah, Ritter, aber wird zum Glück gefoult bei der Aktion. Und es gibt sogar endlich mal eine gelbe Karte. Ja, muss auch mal sein. So, Domdino. Adams. Domdino. Bliemeister täuscht da nochmal an und dann zieht er ab. Da war Catcourt wohl noch dazwischen.
Schade. Ach, es wäre schön, noch ein 2-0 vor der Pause, dass ihr auch mal ein bisschen euch erholen könnt von diesen krassen Spielen in der letzten Zeit. Und das war gut von Bea. Er kriegt nämlich sogar den Freistoß, was ich ganz anders gesehen hätte. Ritter. Stoll. Bisschen eng da gerade. Bär. Bär nochmal. Und Bär bleibt da dran. Ein Domtino. Und Blockade. Aber was für eine hier von Watford. Adams. Domtino. Schade. Stoll konnte es nicht verwerten. Kapoor. Oder Kapo. Wahrscheinlich eher. Jüda. Nachspielzeit läuft. Domtino, schade, hat er fast noch gehabt. Heute klappt wenigstens mal ein bisschen mehr auf dem Platz als im letzten Spiel. Ich glaube, da stimmt ihr mir zu. Da war noch ein hartes, ungewolltes Foul von Van Ehren von mir. Ah, muss doch nicht sein, Leute. Van Ehren mit der gelben Karte. Ah, blöd gelaufen. Nochmal Freistoß, bevor es eine kleine Pause gibt für FC Blackpool. Bliemeister, klasse gemacht. Auch wenn er noch angekommen wäre bei Ritter, dann hätten wir noch super kontern können. Achtung. Stoll noch ein Konter. Ich glaube, Schiri erlaubt es noch. Milcarek. Super gemacht von Milcarek. Keiner steht da, um zu passen. Milcarek muss das jetzt alleine machen. Das gibt's nicht. Ich wollte noch zu Stoll rüberpassen. Das kann doch nicht so schwer sein, Herr Milcarek. Meine Herren, er war so schön frei. Er hätte gleich schießen können. Mann, ist das wieder bitter. Kann doch nicht so schwer sein, darüber zu spielen. Dann wäre es jetzt offiziell 2-0. Bisher nur aus dem Elfmeter ein Türchen gekommen. Das ist noch zu wenig. Aber wir haben heute gute Seasiders auf dem Platz gesehen, ganz klar. Gucken wir mal ganz kurz, wie die anderen Spiele so stehen. Bradford City gegen Bolton Wanderers noch 0-0. Und wir sehen, Crystal Palace liegt gegen Brighton 0-1 hinten dran. Ist gut. Reading liegt 1-2 gegen Fulham. Hinten dran. Das sind gute Ergebnisse für uns. Wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen. Wir spielen erstmal so weiter. Mir gefällt das mit diesen drei schnellen, kleinen Spielern. Milcarek, Stoll und Bär sehr gut. Das, da vorne natürlich blöd, dass man wenig flanken kann. Das können die wenig verwerten. Aber die Schnelligkeit mag ich in der Offensive. Das ist jetzt Bär. Da wollte auch wieder zu viel. Die machen aber auch super dicht da, die Watfords. FC Watford, die jetzt hier versuchen zu kontern. Bliemeister. Adams. Rami. Tobimon. Yannick Bär. Was ist denn los mit dem? Jetzt will er nicht mehr. Zu viel gelobt. Oh, das war hart. Stoll hat sich dabei verletzt. Und es gab anscheinend ein Ballspiel vorher. Das haben die Seasiders nicht gern gesehen auf der Tribüne. Tobimon versucht dann noch umzugrätschen. Domtino auch. Aber jetzt kommt erstmal Watford mit der ersten sehenswerten Aktion. Fragezeichen. Achtung! Van Ehren ist da noch dran. Super gemacht. Bär. Milcarek. Kriegt den Ball durch Glück wieder. Und jetzt steht ihm Domtino im Weg. Ich kann es nicht fassen. Ich wollte da rausspielen. Ah. Tobimon. Ritter. Stoll bleibt damit Glück am Ball und das wird nichts. Kapo, Entschuldigung. Dann Domtino. Och, super gerettet noch, bevor der Ball ins Ausrutscht. Adams. Und jetzt die Chance für Milcarek. Das muss es sein und das ist es. 2-0. Milcarek ist back. Und was für ein schöner Jubel hier. Oh, das muss wehtun. Milcarek und schön gemacht hier. Lars Ritter war wieder entscheidend heute in diesem Spiel. Der ist so wichtig. Das merkt man jetzt wieder. Und auch wenn wir schon eine 2-0-Führung wieder verbockt haben, das könnt ihr euch vielleicht noch gut dran erinnern, fühlt es sich gut an, mal wieder 2-0 zu führen. Sechstes Tor für Milcarek in dieser Saison. Endlich trifft er auch mal wieder. Mal sehen, vielleicht tue ich gegen Fulham das mal wieder so testen mit dieser Formation. Mit diesen LSRS.
man kann es auch mal auf LF und RF umschalten, dass Möllner und Milcherek, nicht Milcherek, Miljovic oder Xander da spielen können oder so. Das wäre auch mal eine neue Variante, wenn die aufgeht. Aber bleiben wir mal auf dem Boden. Lass mal den Teppich auf dem Boden so rum oder die Tassen im Schrank. Da kann auch einiges passieren und dann ist die Formation doch nicht mehr wieder so überzeugend. Poli, wenn es so weitergeht und die Defensive mitmacht und er jetzt nicht hier den nächsten Fehler verursacht, nee, kann er mal wieder zu Null spielen. Er hat die meisten zu Nulls bisher geschafft in dieser Saison. Dom Dino, klasse gemacht! Yannick Bär und 3 zu 0! Es läuft, liebe Freunde! Endlich mal wieder eine Folge, ein Spiel, das für euch zu genießen ist. 3 zu 0 und das ist nicht gerade unverdient. Yannick Bär mit seinem nächsten Treffer, ich weiß nicht mehr genau wie viele, er müsste aber mit direkt gleich auf sein. Nein, 4 Tore hat er erst, aber er ist auch in dieser Saison ein Spätzünder, das muss man auch mal sagen. Er kommt ja jetzt gerade erst in Gange. Der beste Spieler von FC Blackpool der ersten Saison von euch gewählt. Und 3 Spieler kriegen ihn jetzt nicht den Ball. Das wäre es doch gewesen. Dom Dino. Heute endlich mal wieder ein gutes Spiel. Yannick Bär macht das klasse. Und jetzt ist Milcherek wieder gestartet. Die wollen jetzt Fußball spielen. Milcherek will Fußball spielen. Und Belkalem ist dazwischen. Jetzt klappt aber die Formation richtig gut hier. Wir machen jetzt auch mal den ersten Wechsel, denke ich, auch wenn es gerade gut klappt. Wir sehen, Stoll ist müde. Da bringe ich jetzt die Metke mal rein aufs LLS. Können auch Zander da bringen, mache jetzt aber nicht. Und bringe jetzt auch mal den Hansen. Oh, shit, das wollte ich nicht. Domino soll weiterspielen. Hansen rein. Wir führen 3-0. Da kann er auch mal Formtiefe weiterhin testen. Und versuchen das einfach mal. Vielleicht bringe ich Sela rein oder was auch immer. Gucken wir mal noch. Zander hätte ich gerne mal noch mal wieder spielen lassen auf dem LS. Gucken wir mal, können die Metke noch später umstellen, aber jetzt spielen wir erstmal so weiter. So, wir machen was Kurzes. Dom Dino. Hansen, da schon am Ball. Hackentrick von Bär. Und, ach, das wäre super gewesen für die Metke da abzuziehen. Aber es gibt Freistoß. Für FC Watford, die 3-0 dranlegen, sich vielleicht mehr erhofft haben da. FC Blackpool gerade in der Krise und Yannick Bär macht das klasse zu Milcherek und Milcherek, der hat einfach zurzeit ein bisschen Pech. Ah, oh, das gibt's doch gar nicht. So, Tobimon. Super gespielt auf Ritter. Trotz Formtief, klasse Spiel heute. Bär. Ritter von zwei angegriffen. Das ist die Metke. Und die setzt sich dagegen alle durch, aber nicht gegen ganz alle. Metke nochmal raus. Tobimon mit der Flanke und Belkalem ist wieder dazwischen. So, wir machen jetzt den nächsten Wechsel und der wird sein, weiß ich noch nicht. Doch, ich mache die Metke jetzt auf die rechte Seite und Milcherek geht raus und bringe den Xander rein. So sieht's nämlich jetzt aus. Jetzt kommt erstmal die Ecke. So, die soll mal wieder von Adams ausgeführt werden, denke ich mal. So. Mal gucken, was dabei rauskommt. Kopfballstarke haben wir nicht auf dem Platz. Ohne Sela. Bliemeister haben wir auf dem Platz. So, Adams. Ritter muss 2 austribbeln. Macht er gut. Ach, der Pass war nicht so überragend. Aber ein 3-0 jetzt noch in ein 4-3 zu verlieren, glaube ich nicht mehr. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wir endlich mal wieder 3 Punkte zu Hause besonders auch lassen. Foul, es gibt Vorteil. Juado. Murray und Poli, mit viel Glück bleibt er, wie gesagt, bei seiner Null mal wieder. So, Metke, Kopfball gewonnen. Bär wollte es super schön annehmen. Bleibt da auch dran. Achtung, 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 Dom Dino, bitte. 10 Minuten noch plus Nachspielzeit. Möglichkeiten für Anschlusstreffer gibt es noch. In Sicht von FC Blackpool. Besonders wenn Zander hier den Ball verliert. Viele formtiefe Spiele jetzt auf dem Platz. Das ist natürlich riskant, ich weiß das. Poli! So, Dom Dino. Er hat zu schlapp gespielt auf Yannick Bär. Und jetzt die Möglichkeit. Dom Dino wieder den Ball zu Ritter spielt. Die beiden lieben sich ja eh. Und Ritter, oh, holt sich die Pille hier zurück, der Ritter. Und der spielt nochmal rüber auf die Metke. Und sie macht ihr erstes Saisontor. Und signalisiert, ich lebe doch noch.
Wie schön ist das denn? Luise Mettke, eine von unseren beiden Frauen, die dabei sind. Wer sich wundert, wie das geht, es gibt ein Tutorial auf meinem Kanal. Es ist möglich, Frauen mit Männern zu mischen, aber nur mit dem Creation Master 16. Luise Mettke mit endlich mal wieder im Tor. Das wird eine Befreiung für sie, auch glaube ich, auch als Zuschauerin und als Spielerin sein. Jubel bei den Seasiders. Lange, lange ist es her, dass sie ein Tor für Blackpool geschossen hat. Das wird sie sehr glücklich machen. Das 4:0, es ist also endlich wieder vollbracht, Leute. Wir können Fußball spielen. Es geht also doch noch. Hoffnung ist wieder da. Tralalala. Also wenn Dom Dino und Dritter beide auf dem Platz stehen, dann wird guter Fußball gespielt. Mal so dreist ausgedrückt, weil ich es ja in der letzten Folge ein bisschen angedeutet habe. Und jetzt, Achtung, macht Poli doch noch ein Gegentrefferchen. Achtung! Er wird es spannend machen. So, Tobimon, nochmal Konter. Xander, der ist schnell, aber wenig bisher gesehen. So, da verliert er den Ball. Schade, er wollte es direkt zu Tobimon weiterspielen. Der formtiefe Xander. Noch ein paar Minuten. Können wir noch ein 5:0 machen? Wäre, glaube ich, sogar ein Rekord, oder? Ich bin mir nicht sicher. 5:2 ist unser Rekord, soviel ich weiß. Innerhalb einer Saison. Außerhalb einer Saison war es, glaube ich, ein 4:0. Und die Mettke holt sich hier die Pille. Ah, bleibt da dran. Und jetzt die Möglichkeit. Ah, ich glaube, es war ein Abseits, oder nicht? Oder warum wollte die Mettke da nicht ran? Ich weiß es nicht. Corrado nochmal. Jetzt macht es plötzlich Watford gut. Warum machen sie nicht 90 Minuten so gut? Dann hätten sie vielleicht das Spiel gewinnen können. Jetzt fühle ich mich unter Druck. Abdi und Bliemeister. Und dann das Abpfiff. Wir gewinnen 4:0 gegen einen Aufstiegskonkurrenten, FC Watford. Und das wirklich glanzreich. Und ich werde dann gegen Fulham die Taktik nochmal versuchen. Wenn die wieder so aufgeht, dann probieren wir das mal weiterhin. Vielleicht haben wir was gefunden. Schön! Ich freue mich sehr, dass auch die Mettke mal wieder getroffen hat. Macht mich richtig, richtig happy. Und da bin ich mal gespannt, wie gleich die Tabelle aussieht. 4:0 schlagen wir FC Watford. Zu Hause bleiben wir also stark. Wir sehen Dom Dino per Elfmeter, Milcherek, Bär und die Mettke. Wir schauen natürlich wie immer für euch zuliebe auf die Spielerbewertungen. Da sehen wir Xander eine 6,5. Bär hat noch 8,9 Spieler des Tages. Mettke eine 6,9. Kann sie zufrieden sein, denke ich damit. Hansen eine 6,5. Dom Dino eine 8,3. Ritter eine 7,6. Tobimon eine 7,6. Bliemeister 7,4. Van Ehren hat es, finde ich, gut gemacht. Und wir haben auch zu 0 gespielt. Deswegen sollte ich auf diese Abwehr erstmal weiter vertrauen. 6,3. Adams 6,8. Und Poli eine 8,4. Dom Dino und Poli klassische Leistung. Aber Arschka, dass Bär noch besser war. Dann haben wir Stoll eine 6,6, dann Rami 6,5 und Schmilzschreck eine 8,0. Also das waren tolle Noten. Also da kann man endlich mal wieder stolz sein. Nach der letzten Folge, wo ich ein bisschen auch geflucht habe über die ganzen Spieler, ist das doch mal wieder überragend, wie schön das heute war. Wir schauen nach 15 Spieltagen, wie aktuell dies aussieht. Crystal Palace auf Platz 1 mit 30 Punkten. FC Reading auf Platz 2 haben verloren. 30 Punkte. Dann Norwich City auf Platz 3 mit 29 Punkten. Wolverhampton bleibt auf Platz 4 mit 28 Punkten. Aber Blackpool kommt wieder ran. 26 Punkte haben sie und 2 Punkte auf Wolverhampton. 3 auf Norwich City und 4 Punkte auf Platz 2. Und Leute, wir sind noch nicht mal an der Halbzeit. Also es ist noch alles möglich. Trotzdem bin ich froh, dass wir diese 4 Niederlagen jetzt ein bisschen abhaken können und nicht in eine Krise reingerutscht sind, gegen Watford auch noch verloren haben. Bradford kann uns doch einholen. Nur dazu, zum Glück wegen der Tordifferenz kannst du das Ipswich Town nicht mal einholen. Das ist schon mal gut, weil sonst könnten wir doch noch aufstehen, von den Playoff-Plätzen runterrutschen. Das kann nicht mehr passieren, Gott sei Dank. Und da unten Bradford City, Leeds United spielt noch und MK Donetsk. Wir können ja mal in der nächsten Folge nach 15 Spielen mal reinschauen, wie es in der Premier League, in der Football League 1 und Football League 2 und auch in der Bundesliga aussieht. Freut euch darauf. Bis dahin. Tschüss.